herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Der letzte Tag deines Lebens Bundle von Farid Bang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der letzte Tag deines Lebens von Farid Bang. Das Ganze aus dem Jahr 2012. So sieht das aus. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus zwei Inhalten. Und zwar haben wir einmal das Shirt und einmal das Album an sich in so einer Limited Edition. Jawohl. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier das Album Der letzte Tag deines Lebens. Das Ganze kommt in so einem ganz speziellen Case und zwar in einer Super Jewel Box. So nennt sich das Ganze. Und das Cover ist gestaltet wie ein Comic. Und zwar lesen wir hier oben, Banger Musik präsentiert, Adobe Kit Comics Nummer 1. Darunter haben wir die Internetadresse von Farid Bang. Hier lesen wir dann Farid Bang, der letzte Tag deines Lebens. Dann haben wir hier eben diesen abgebildet mit zwei Pistolen in der Hand. Dahinter haben wir zwei leicht bekleidete Damen zu sehen. Und hier unten dann ein riesengroßer FSK 16 Hinweis. Der ist der Tatsache geschuldet, dass sich in diesem Super Jewel Case, in dieser Super Jewel Box auch noch eine DVD befindet. Und hier rechts unten haben wir dann noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch und einen Barcode. Gut, hier auf der Seite in diesem Balken lesen wir hier Farid Bang. Dann Farid Bang, der letzte Tag deines Lebens hier auf der Seite zu lesen. Und auf der Rückseite sehen wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks an der Zahl. Features kommen hier von Summer Jam, Young Buck, Ramzi, Aliani, Semine, Echo Fresh und El Nino. Für die sich noch erinnern, damals El Nino ja mehr oder weniger bei Farid bzw. bei seinem Label, damals bei Labelgründung von Banger Musik mit dabei. Was man dazu sagen muss, dieser Track hier, sieht man auch hier in roter Schrift, ist Amazon exklusiv. Bedeutet, wenn wir jetzt die reguläre Edition hernehmen, die sieht so aus, das ist das reguläre Album und hier haben wir 15 Tracks. Bedeutet, Track Nummer 16 ist hier wirklich nur auf dieser Amazon, auf dieser Limited Edition mit dabei. Das ist der Bonus-Track. Und wir haben von diesen 6 Features 4 Rap-Features und mit Ramzi Aliani und Semine 2 Gesangsfeatures. Und was natürlich besonders heraussticht, ist hier das Ami-Feature, in diesem Fall Young Buck auf dem Track Converse Musik. Dann haben wir darüber hinaus noch eine DVD. Und was ist auf dieser DVD drauf? Die komplette Banger Leben Kürzer Tour. Also das war ja das vorige Album von Farid Bang, Banger Leben Kürzer. Von dieser Tour gibt es da Einblicke, die Live-Auftritte und inklusive 5 Musikvideos. Die haben wir dann hier angeführt. An die Wand, Gangstermusik, Es ist soweit, Teufelskreis und König der Nacht. Also 5 Musikvideos plus die Banger Leben Kürzer Tour-Einsichten. Und das Ganze kommt dann auf insgesamt 78 Minuten. Also circa 1 Stunde 20 hier an DVD-Material. Hier unten haben wir noch die Credits, Barcode und natürlich hier die einzelnen Infos zur DVD. Und dann lesen wir hier auch noch inklusive Comic im Booklet. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal einen Einleger, dann dahinter das eigentliche Booklet, das natürlich von der Größe hier so ausfällt, wie auch schon das Super Jewel Case, dieses Super Jewel Box, also im Hochformat. Und zwar haben wir hier auf diesem Einleger einmal die Tourdaten zur letzten Tour deines Lebens, die 2012 stattgefunden hat. Das waren damals die Dates. Da wurden einige Städte mitgenommen. Dann haben wir auf der Rückseite Farid Bang Merchandise hier erhältlich. Und hier dann noch eine Doppelseite Werbung von Pusher. Das ist ja die Marke von Slick One, für die damals Kollega und Farid als Werbeträger gewonnen wurden. Dann kommen wir zum Booklet. Was mich in diesem Fall etwas nervt, ist, dass hier dieser FSK 16 Hinweis aufgedruckt wurde und nicht irgendwie mit einem Sticker auf dem Case gelöst wurde. Ja, kann man leider nichts ändern, wurde hier aufgedruckt. In meinen Augen ist das etwas unschön in der Optik, aber ja.
Von der Rückseite sieht das so aus. Wir haben hier das alte Farid Bang Logo, diesen Avatar vor dem Schriftzug. Darunter die Internetadressen. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal eine Einleitung. Okay, die möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Die werde ich euch ganz kurz vorlesen. Und zwar lesen wir hier in naher Zukunft. Es herrscht Endzeitstimmung in ganz Europa. Aufgrund der Finanzkrise und den daraus resultierenden Folgen befinden sich nach Griechenland und Italien auch nahezu alle anderen europäischen Länder am Abgrund. Die Menschen leben in anarchischen Verhältnissen, Läden werden geplündert, die Lebensmittelversorgung wird knapp, die Medien werden außer Kraft gesetzt, die Infrastruktur wird durch andauernde Kämpfe zwischen den Volksgruppen und den Regierungen zunehmend beschädigt. Deutschland versucht sich mit allen Mitteln über Wasser zu halten, aber aufgrund des andauernden Bürgerkriegs entstanden 6 neue Bundesländer, die die alten ersetzen. Diese werden von verschiedenen Clans und Gangs regiert, sie haben ihre eigenen Gesetze und streben nach totaler Autonomie. Im Laufe der Zeit ist eine leichte Ruhe eingekehrt, doch es kann wieder jederzeit Chaos ausbrechen. Niemand kann eine Vorhersage machen, was als nächstes passiert, aber eines ist sicher: der letzte Tag deines Lebens rückt immer näher. Jawohl, das ist die Einleitung zu diesem Comic. Der wurde gestaltet von Adobe Kid und war damals der erste Adobe Kid Comic. So sieht das aus. Also man hat hier, wie man es gewohnt ist, blutrünstige Szenen. Farid Bang hier in bester Samurai, in bester Ninja-Manier, mit Katana bewaffnet. Und metzelt sich hier durch die Straßen der Bundesrepublik Deutschland. Und natürlich haben wir auch Gastauftritte. Denn, wo haben wir es? Jawohl. Hier ist unter anderem Kollega mit dabei. Das dürfte eventuell Favorite sein. Also, diverse Weggefährten hier mit dabei. Es geht hier blutig und gewaltig zur Sache. Das ist dann der Abschluss. Jawohl. Dann haben wir hier zum Abschluss die Credits zum Album, also hier die ganzen Beteiligten angeführt und natürlich dann noch die Infos, wer hier produziert hat, gemixt, gemastert etc. Hier dann noch eine Unterschrift, allerdings diese hier mit reingedruckt von Farid. Okay. Dann machen wir das Booklet sowie auch diesen Infozettel mal wieder rein. Wenn es geht. So. Sehr gut. Dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus. Und auf der unterliegenden Ebene, also eine DVD, haben wir dann hier auch noch. Sieht so aus. Hier auch der FSK 16-Hinweis nochmal. Und dann kommt hier nochmal Farid mit Bandana vermummt zum Vorschein. Hier oben lesen wir dann eben das Besprochene, das was ich vorhin angekündigt habe, hier Super Jewel Box. Also die waren ja früher etwas häufiger verbreitet, heutzutage fast gar nicht mehr in Verwendung. Damals gab es die ab und zu noch. Und als zweiten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Das Shirt ist komplett in Schwarz und Weiß. Hier oben lesen wir Farid Bang, der letzte Tag deines Lebens. Und darunter haben wir dann diese Abbildung, die wir jetzt auch schon aus dem Artwork kennen, der CD, die auf der letzten Seite da unter den beiden CDs bzw. unter der DVD zum Vorschein gekommen ist. Und hier unten rechts lesen wir dann noch Adobe Kid Comics, der dieses Design hier, dieses Shirt verantwortet. Rückseite ist blank schwarz, also kein Neckprint. Und wir haben es zu tun mit einem Fruit of the Loom Heavy Cotton in der Größe L. Und das Ganze ist hergestellt made in Marokko und 100% Baumwolle. Ja, made in Marokko, wie sollte es auch anders sein bei Farid? Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box bzw. in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L
und dann natürlich die super Jewelbox inklusive Album mit 16 Tracks und natürlich der DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Amazon Edition, in diesem Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Farid Bang unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.